Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, grüß euch. Jupp. Ja. Hallihallo. Was gibt's Neues? Naja, ein bisschen eine Aufnahmepause hat es gegeben. Aufgrund einer Grippe, die ich hatte und wenig Stimme. Ja, dann, was gibt's noch Neues? Wir sehen in unseren Gürteln, dass wir violette Teile haben. Ja, wir haben ein bisschen investiert. Jetzt. Bin zu fett. Genau, die Faulheit. Na. So. Ja, wir haben jede Menge gefarmt und durch dieses Farmen der Ressourcen. Ja. Hat es sich halt ergeben, dass wir sehr viele Punkte bekommen haben und im Level aufgestiegen sind. Und dementsprechend können wir halt jetzt bessere Teile machen. Was wir gefarmt haben und gebaut haben, sieht es dann am Tag 14. Wir haben was vorbereitet. Ja. Aber das schauen wir uns dann am Tag 14 an. So, jetzt werden wir mal die Quest erledigen mit genau, der Genau, jetzt sind wir unterwegs zum Trader. Beim letzten Mal waren wir beim Wolf. Okay. Siehst du? Ja, ich bin zurückgelaufen. Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob es der Einzelne ist. Entschuldigung. Soll ich ihn anschießen? Ich komme zu dir, ich habe die Blunderbuss im Anschlag. Okay, dann schieße ihn du an und dann schieße ich. Und wir stellen uns halbwegs zusammen, dass er vom Winkel her genau auf uns zukommt. Von mir aus geht's. Okay, bleib stehen, Bursche. Das war daneben. Der reagiert nicht. Das war ja daneben. Aber die hat nicht sehr viel Reichweite, glaube ich. Jetzt. Alter, ich hab nicht auf können. Da ist mir nicht aufgestanden. Bleib stehen. Das ist wieder Beginn. So, ich habe jetzt nichts. Okay. Das liegt nämlich alles da unten. Ja, der steht daneben. Ich schieße ihm einfach an. Das gibt's ja nicht, warum fällt der nicht um? Was ist da? Jetzt ist er umgefallen. Ja. Du kannst Ladebildschirm ewigen. Laufen. Ja, wenn ich da wäre. Okay. Ich muss sowieso retour. Ich bring das. Nein, lass liegen. Ich habe ja Fleisch im Inventar. Macht aber nichts. Ja, mit den. So, was ist jetzt da? Jetzt geht die Tür nicht auf. Sehr merkwürdig. Merkwürdig das ist. Ja. Oh, was ist da? Ich komme nicht runter. Na, bist wenig weit auch vor. So. Ich bleib an deinem Rucksack. Ich verstehe nicht, warum der nicht aufgestanden ist. Wahrscheinlich wird der Wolf über mir wohl. Ja, das kann dann sein. So. So, bin gleich da. Ja. Wo ist mein Rucksack? Neben mir. Da. So, wo ist der Trader? Ah, da drüben. Der ordnet es natürlich nicht ein. Nö. Ich habe jetzt Fleisch im Inventar. Wo gebe ich das kurz schnell hin? Ich mache einfach eine Kiste und stelle das daher. Du kannst eh schon mal Richtung Trecker loslaufen. Ich fülle nur kurz unsere Wasserflaschen und komme dann in so einen Bogen. Okay. So. Diesen Obere schmeißen wir ein. Ah, ich gebe das Fleisch da in das gelbe Auto. Dann stinke ich nicht. Ja. Passt. So. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben ein bisschen
ja, Holz jede Menge gefarmt, geskillt, ne? Und haben uns eine kleine eine Baumschule angelegt. Ja, stimmt. Ich frage mich nur gerade, ob wir dort vorbeikommen. Verbrannten Gebiet. Ich glaube, das war da unten. Man müsste es sehen, wenn man da reinschaut durch die Häuserflucht. Da sieht man es, glaube ich. Bin mir aber auch nicht sicher, ob die schon gewachsen ist, ehrlich gesagt. Ja, kann natürlich durchaus sein. Ja, doch. Da stehen sie in Reihe und Glied. Wo bist du? Ah, nein, ich bin nur gerade. Nein, ich bin gerade nach unten. Ja. Also da drinnen sieht man schon die Baumschule. Aber alle sind noch nicht gewachsen. Okay. Die meisten sind noch klein. So, ich bin hinter dir. Da biegen wir ab. Oder noch ein Stück runter. Noch ein Stück, ne? Ja. Ja, dann decken wir gleich von der Stadt knistert. Ein bisschen was auf. Ja. Da unten waren wir eh noch nicht. Ja, und wie könnte es anders sein? Oh, ein Armeelager. Auf der rechten Seite. Ups. Die schauen ob da nichts mehr hin. Was, wo? Da bei mir. Aha. Na komm, lauf ein bisschen, kriech ein bisschen im Kreis. Und immer geht's daneben. Okay. Der war schon. Zu ihm zerlegen? Ja, jetzt kannst du ihn rückzerlegen. Ich glaube noch immer Steinchen auf, obwohl wir genug haben. Ja, Steine haben wir wirklich genug. So. Ja, dann Aufrichtung tritt da. Jo. Ach, da gibt's auch so viel Schönes zu looten. Ja, alles, was ich im Inventar habe, werden wir dort versuchen zu verkaufen. Alles, was er nicht nimmt, wird gleich gescrapped. Wir sind ja noch relativ Treter unerfahren, weil wir bei der letzten Staffel auch kaum verwendet haben. Keine Ahnung, was die gern haben und was nicht. Vergiss schon wieder zum Abbauen, das was ich gelohnt habe. Ich hab's auch vergessen. So. Ah ja, es geht raus, oder? Na? Ich glaube, das ist ziemlich. Okay, da kriecht was. Magst du? Ich das ja ein wenig mit der Keule. Passt. Boah, schreck mich. Was war jetzt? Achso. So, dann zerlegen wir den. Also es war nicht nur Farmen, wir haben halt mal, eigentlich muss man auch sagen, massiv gebaut. Da sind wir daneben, Tag 14. Wie haben wir es gemacht? Wir haben immer, durch das, dass wir den 7-Days-Datei-Server-Manager verwenden, wir haben immer auf Tag 1 zurückgestellt, einfach um da in Ruhe das machen zu können. Ja, wird aber trotzdem ganz interessant. Wir hatten am Tag 1 durch das Gebäude, oder das, was wir gebaut haben, massives Zombie-Vorkommen auf einmal. So ist es, ja. Naja, das, das hat also das mich etwas erschreckt. Dass bei 7Days das mittlerweile berechnet wird, was die Spieler so haben und dadurch dann halt die Qualität der Zombies oder die Anzahl der Zombies und welche kommen, weil ja, wir haben durchgehend Kreischer plötzlich gehabt. Mhm. Oh, Geier. Geier voraus, hat mir aber noch nicht gesehen. Laufen wir so weiter oder einen kleinen Bogen vielleicht? Laufen wir da durch. Da drüben ist eher eine Straße. So. Okay. Ja. Merkwürdiges Gebiet. So ein richtiger Siedlungsvorort anscheinend. Gell? Oh, Hund voraus. Bieg wieder ab. Ich hinter dir. Nächste Street. So, ich glaube, jetzt sollten wir dann schon langsam heraus sein. Aha, was steht da? Was
Stück Brücke. Mhm. Ja, okay. Ja, warum haben wir das auch gemacht, Nummer eins? Weil ich glaube, das Ressourcenfarmen nicht sehr interessant ist. Das sollte man, also die uns schon länger zuschauen, kennen also das von den vorigen Staffeln. Ich habe da drüben den Traitor. Ja. Ich habe nur den Baumstamm ausgenommen. Oh, Schneezombie. Ja, weiterlaufen. So eine langsame Höhe. Ist ja nur ein Stück. Ja, ist gut. Mhm. Ich habe aber nicht mehr viel Ausdauer. Und... ja, einfach um auch einmal weiterzukommen in der Staffel, damit es nicht immer sehr ähnlich abläuft. Ich schmeiß da das Rotting Flash rein, nehme die Patronendose. Okay. Nimm die, dieses Teil mit, wenn ich es könnte verkaufen und lauf wieder. Alter, bitte, wo ist denn der Treter? Ja, war schon relativ weit unten. Okay. So ein Stück müsste es noch sein. Ich muss noch ein bisschen auftanken. Ja, passt schon. Ah ja, ich glaube, ich sehe ihn. Und da läuft er. Sehr schön. Okay, dann haben wir die Quests auch erledigt. Aha, na, ist auch wieder ganz andere. Gibt es jetzt da mehrere Gebäude mittlerweile? Da bin ich ja schon gespannt. Wo ist der Eingang? Wie der Tag 14 wird. So, jetzt ist bei mir auch die Ausdauer weg. Mhm. Ah, da drüben ist das Tor. Okay, Mülltonne. Nimmst du mit? Ja. Oh. Passt. Mülltonne. Sehr schön. Ich bin voll. Kann nichts mehr. Okay, da kommt sowieso keiner rein. Gut, so ich schaue mich hier draußen mal um, gell? Ja, ich gehe mal gleich verkaufen zu ihm. Oh, ich glaube, da ist aber auch ein Verkaufsraum. Ja, das ist halt der. Ah, ich sehe den. Ja. So. Bursche, deine Regale sind leer. Ah, bin ich spät. So. Okay. Wir nehmen alles. Die Pistole. Oh, ja, da. Kriegen wir sogar ganz schön, oder? Mhm. Gewehrschaft. Yes. Graue Iron Pickaxe. Ah, da ist eine Werkbank. Schauen wir mal. Da, her damit. Zeigt es nicht irgendwo an, wie viel der Treter hat? Mhm. Secret Stash. Mhm. Weiter. Oh, Bauplan Compoundbogen. Bauplan Jagdgewehr. Mhm. Gut, verkaufen wir mal. Das da, das verkaufen wir. Ist das Prozessor? Okay. So. Ja, wir verkaufen die ganzen grauen Waffenteile, weil wir selbst halt mit dem Skill schon sehr hoch sind. Ja, genau. Und wir können ja einiges machen. Und sowieso bei keinen die Teile ausreichend zusammen hätten, um ein gesamtes. Gesamte Waffe produzieren zu können. Aha, was war jetzt? Ja, oh, da draußen ist gerade, glaube ich, ein Wanderhorder, aber gut. Wir können ja, glaube ich, das Gebäude nicht beschädigen, ne? Nein, also wir sind safe, solange wir hier drin sind. Genau. So, da wird es dann wieder raus. Aber es wird ganz schön viel mittlerweile. So, dann schauen wir mal, was er so anbietet. Wart noch mit dem Kauf, bis ich meinen Klumpert verkauft habe. Yep. Oh, schau mal. Also ah, wenn da ist eine Chemiestation. Und zwar eine funktionierende, glaube ich. Ja, oder? Sehr schön. Nein, die funktioniert nicht. Okay. Aber sie steht mal da.
Ja, allzu viel hat er eigentlich nicht. Ja, eine Range habe ich gefunden, nachdem ich die erste gebraucht habe. Ja, stimmt, das sollte er gerade erwähnen. Tipa hat, ich glaube, bei der letzten Farm-Session. Ne? Eine funktionierende Forge steht hier. Mhm. Aber nichts drin. Ups. Ah, okay, den gesehen. Da. Die haben nicht gesehen. Ich werde da eine gerne wegmachen. Okay, ich werde mal mein Zeug verkaufen. Ja. Wenn du was brauchst. So. Sag Bescheid. Was verkaufe ich denn? Nimmst du dafür was? Wie verkaufe ich? Ja, danke schön. Das behalte ich doch. Das behalte ich. Das verkaufe ich. Gut, Taktips können wir selber machen, wenn es nicht. Nägel. Also. Oh, mir ist kalt. Dann musst du was anziehen. Guter, guter, gut. Mir ist auch kalt. Sehr kalt sogar. Besser. Ich hab aber alles abgemacht da. Das ist doch so, den nehmen wir noch. Achso, das ist das gleiche. Ich könnte ihn ja meine Schaufel verkaufen. Ich kann mir ja neue machen, wenn ich Kohle brauche, oder? Ah, da ist so dumm. Ich werde mich mal in der Donner. Ah, oh, nimm da das da? Hoppla. Was, das geht nicht. Donner wärmt man da nicht. Kann ich nicht verkaufen? Das könnte ich verkaufen. Ja, das verkaufe ich da. Okay, ich habe 299. Wird immer kälter, das gibt's ja noch. Hast du keine Jacke dabei? Nein. Dumm gelaufen. Ich hab keine Jacke, das was ich hab. Ein Poncho, aber der. Ja, der kühlt, der ist ein Blödsinn. Hat der irgendwas? Oder kann ich was craften? Mal gucken. Kann ich was craften? Zumindest aus Fasern, warte, ich schau mal, was ich zum Glück. Nope. Simples Plant Fiber Shirt. Für mehr habe ich nichts da. Nein, das habe ich ja. Gut, aber bessere Qualität müsste es da zusammenkriegen. Ja. Mach einmal eins bitte. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ich vergleiche es von den Werten, wenn das geht, dann vielleicht noch ein bisschen. Ja. So, ich hab's raus. Mhm. Das ist ja ein Grau. Echt jetzt? Ja, dann zlegt's gleich. Hat er irgendwas? Sonst kaufen wir da was. Ich bin gerade drinnen. Okay, jetzt habe ich noch 28 Grad. 27. Mhm. Mhm. Lederchest. Aber gut, die Kohle haben wir nicht. Ein Jean vielleicht? Kommt drauf an, was dort steht, wie viel Wärme. Muss schauen, ich bin ja aufs Sitzwerk genommen. Ja. Plus 2 Grad, das ist nicht mehr als was die Pflanzen. Ah, lecker mal. Plus 30 Grad, ne, bitte. Das ist wahrscheinlich aber der, den du verkaufst. Der kostet zu viel. Ja. Sehr lustig, das Spiel. So, ich muss retour. Hilft nichts. Kann damit bleiben. Mhm. Ich krieg's. Kannst da gern Lupen herausnehmen, aber ich lauf retour. Okay, nein, ich lauf nicht. Ah! Fuck! Ich
riskiere. Ach, da steht einer hinter der Tür. Achtung, steht auf. Jetzt nicht mehr. Wildschwein. Ja, aufpassen. Ich habe Vitamintabletten, falls 14, du brauchst. 14. So, wo ist er hingelaufen? Da geht er die Ausdauer runter. Mhm. Ich bin knapp hinter dir. Okay, für den Ausflug braucht man Fellkleidung mit. Mhm. Oh shit, Schneezombie. Die 9. mag ich nicht. 8. Oh oh. Was? Jetzt habe ich auch nur meine 29 Grad. Kann ich schneller. Okay, ich bin so, hinter dir. Geht's jetzt wieder. Wieder aus. 6. Vier, Alter. Soll ich dir meine Jacke geben? Ich bin noch voll. Oh Gott, Heilung geht auch schon runter. So, bist du da? Ich geb dir meine Jacke. Du Scheiße. Achtung, da vorne ist ein Schneezombie. Alter, ich komm da nicht mehr raus. Ich geb dir meine Werke. Ja, dann. Ich hab da nicht Zeit. Mhm. Ja, das dauert zu lang. Da! Liegt draußen. So, jetzt muss ich laufen, weil so, bei mir ja, geht's ja, runter. Lauf, lauf, lauf. So, jetzt geht's langsam rauf. Schmeiß einmal meine Bandage rein. Mhm. So, gleich. Gleich bin ich raus. Ups, das so. Passt. Wird besser. Bin hinter dir, gibt er dann gleich wieder die Jacke. Du kannst du weil lassen. Wird schon wärmer. Ah. Ja. Okay, Geier, Spucker. Bei dir oder wo? Irgendwas hat gespuckt. Achso, neben mir war es ein Dicker gerade. Okay. Bleib einmal stehen. Okay. So. It's cold. Ich geb da mal die Jacke wieder raus. Draußen? Ja. Geier. Am besten. So, und aufpassen, da war irgendwo ein Hund. Wir können jetzt entweder da direkt nach Westen laufen. Direkt nach Westen, ja. Und dann rüber. Ja, ist vielleicht keine blöde Idee. Da hätten wir ja noch nichts aufgedeckt, ne? Nur da ist der Geier, ne? Ja, ja, na, den umrunden wir da ein bisschen. Wo bist du? So eine Riesenstadt. Irre. Ah, da unten. Ich habe keine Ausdauer mehr, gell? Zumindest ist mir wieder warm. So. Das
Wirklich? Achtung, hinter dir ist ein brennender. Das ist einmal ganz ein anderes Gebäude da. Mhm, hab grad geschaut. Irgendwo Luten? Was ist das Rote da? Das Rote Luten. Da wir haben jetzt nur jede Menge Zeit, ist er schneller gegangen. Okay. Das, was ich geglaubt habe. Ja, was ist das Rote denn? Schaut aus wie ein Industriegebäude, oder? Das ist irgendwas, ja. Das daneben ist ein Spielplatz, glaube ich. Mhm. Da geht's nicht rein. Da wäre eine Tür. Müssten sie reinhacken. Andere Seite. Wo bist du jetzt? Ah ja, das ist glaube ich eine Feuerwehr, weil da sind so Tore. Und da ist der Eingangsbereich. Ah ja,